Auf der anderen Seite des Sumpfes wartete ein beeindruckendes Haus. Das muss Mellies Villa sein, rief Peach voller Freude. Jetzt mussten sie nur noch das reine Herz finden. Aber wann waren die Dinge je so einfach für Mario? Voller Anspannung drangen unsere mutigen Helden in Mellies Villa vor. Kapitel 2: Zwei Kniffe, Fallen und Vergnügen. Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Paper Mario. Dieses Mal kein Gespräch hier am Anfang. Okay. Und da ist direkt was hinter der Hecke. Das sieht man, das sieht man, das sieht man. Ein Münzblock. Oh, das ist ja cool. Warte, da kann man häufiger gegenhauen. Yay, gibt's ein bisschen Cash. Oben drauf. Sehr, sehr schön. Da oben ist eine Schatzkiste. Das sieht man. Und hier ist Mellies Villa. Gibt's hier hinten noch was? Durchaus möglich. Ach, das war jetzt so nicht so geplant, aber. Warte, erstmal gucke ich unten. Erstmal gucke ich unten. Nee, hier unten gibt es nichts. Nur dort oben. Dann springen wir mal hoch. Springen wir mal hoch. Danke sehr. Was gibt es hier? Was gibt es hier? Ich kann leider nicht auf der Leiter springen. Schade. Was sind das für Geräusche? Hört ihr die? So, und was ist hier? Was ist hier oben? Ich finde das sehr verwirrend hier. Muss ich das da... Nee. Vielleicht hier? Also, da passiert doch nichts. Hey, was ist das hier? Hä? Die Villa ist sehr mysteriös. Kann man das so sagen? Ich denke mal ja. Gut, gehen wir mal rein. Vielleicht ist das für später da draußen. Das kann natürlich auch sein. Warte, angreifen, angreifen. Er guckt gerade nicht. Was? Dann hier. Und zack. Auch nicht? Okay. Dann weiß ich nicht, wie man die besiegen soll. Vielleicht in der 3D-Ansicht? Nee, da funktioniert es auch nicht. Ei, ei. Aha. Die hauen einen gleich sofort raus. Das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. Das heißt, ich muss da gut aufpassen. Schnell hier durch. Nee, da hat man ja keine Chance. Autsch. Aber die zählen wenigstens keine KP ab. Wir haben ja übrigens nur noch 8 KP. Muss man sich denn hier so anschleichen? Oder drüber springen? So. So kann man es dann machen. Was ist das hier? Eine Kugel. Naja, das bringt jetzt hier ja weniger was, glaube ich. Was soll das darstellen? Warte, warte, wir können doch an sich ein paar Wurfowitz rausholen. Aber selbst mit dir kann ich das nicht greifen. Ich finde diese Villa sehr mysteriös. Ja gut, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal hier rein. Wer bist du da? Wir speichern erstmal das Spiel. So, zack. Okay, mehrere Türen gibt es hier. Wer bist du? Hallo, herzlich willkommen. Willkommen in Mellies Villa. Ich bin Lady Mellies Hausmädchen Mimi. Aber ihr dürft mich auch Mimilein nennen. Ihr wollt Lady Mellie sprechen, nicht wahr? Also Lady Mellie ist im ersten Stock im hinteren Raum. Geht einfach rein, aber passt auf. Geht bloß in keinen anderen Raum, sonst passiert etwas. Viel Spaß noch, ja? In keinen anderen Raum sollen wir reingehen, na toll. Erster Stock, ist das hier oben schon der erste Stock? Der hintere Raum. Das müsste der hier sein, gehen wir mal hier rein. Es sei denn, das ist eine Falle. Das ist bestimmt eine Falle, oder? Hier ist nix. Oh, das ist da oben, aber wie soll ich denn da hochkommen? Hier, hier ist etwas. Oh no, das war eine Falle. Das war sowas von eine Falle. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Da ist die Tür, da ist die Tür. Okay. Alter, das war schon mal nicht die richtige Tür.
Gehen wir ruhig mal in die anderen Türen rein. Gucken wir mal alles. Oh, eine ganze Menge Münzen. Interessant, in der 3D-Ansicht sind sie nicht gerade. Dafür kann man hier dann ein paar mehr Münzen rausholen. Das mache ich gleich. Ich brauche erstmal kurz ein bisschen 3D-Energie. Ja, das reicht, das reicht, das reicht. So, holen wir mal die ganzen Münzen hier. Oh. Jetzt sind wir irgendwo ganz unten. Da ist aber ein Schalter. Ein Schalter brauchen wir unbedingt. So, besiegen wir dich erstmal kurz. Hopp, hopp, hopp. Und dich hier, flapp, flapp. Stimmt, ich wollte ja an sich ja auch... Genau, ich wollte ja auch mal Gegner scannen. Fällt mir gerade so ein. Warte. Warte, 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 warte. Mein Freund. Kann ich mit Kabums diesen Schalter betätigen? Ja, kann ich. Sehr schön. Weil irgendwie muss ja dieser Schalter betätigt werden, während ich da auf der anderen Seite bin. So, und da geht's dann wieder runter. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Obwohl. Ah, da falle ich halt. Okay, okay. Ich wollte die paar Münzen dann noch haben. Machen wir das ganz normal. Hätte ja sein können, dass die Falle jetzt deaktiviert ist, weil ich schon einmal drauf gelandet bin. Aber nee, ist halt nicht so. Egal. Gucken wir uns dann die nächste Tür mal so an. So, hoho, wieder zurück. Ja, ein bisschen Geld gab es wenigstens hier. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Ah, dieses Monster da unten macht mir ein bisschen Sorgen. Ich denke mal, da unten wird es auch weitergehen. So, was ist hier? Ein Pilz, das ist auch eine Falle. Mitten im Raum. Ah, ich schnapp mir den Pilz. Ja, wenigstens 10 KP kalt. Immerhin. Immerhin. Ist das derselbe Raum? Nein, nicht ganz. Wir scannen mal kurz diesen Gegner. Diese bizarre Kreatur ist ein Schlurp, gewappnet mit einer harten Haut und gesegnet mit einem enormen Appetit. Maximal KP unbekannt und Angriff 2. Kein Angriff zeigt Wirkung. Genau, ist ein Schlurp dagegen sehr verletzlich. Vielleicht solltest du auf den Schlurp das passende Futter geben. Ja, genau. Haben wir dich da? Zack, friss. Tschüss. Hey, wie in Zelda passiert dann irgendwas. Wunderbar. Ja, diese Gegner-Scans, die würde ich sowieso jetzt bei jeglichen Gegnern mal vornehmen. Damit wir wissen, was die alles so können. Das sind sowieso immer interessante Beschreibungen. Gerade, weil sie auch größtenteils Gegner sind, die man so vom Mario-Universum nicht kennt. So, zum Beispiel dich hier auch. Das ist ein Nagi. Merle ist Lieblingshaustier. Und auf jeden Fall das Größte. Aber eine böse Person hat Nagi angebunden. Und er scheint besorgt, dass diese Person dich verletzen könnte. Guter Nagi. Aha. Angekettet. Da gucken wir später nochmal nach. Erstmal hier. Ist das fies. Mein Bild! Aber da geht es ja anscheinend rein. Warte, wir machen mal so. Und dann da, wo der Pilz ist? Nein, das funktioniert so schon mal nicht. Kann ich da irgendwie reingehen? Anscheinend nicht. Oder kann ich irgendwas mit dem Pilz dann so machen? Ach, das... Ach, ich habe Kabumzu jetzt ausgewählt. Nee. Na gut, dann weiß ich nicht, was man hier machen soll. Um diesen Raum zu lösen. Ein Buhu, die kennt man doch. Diesen Geist nennt man Buhu. Er lebt dunkle Orte. Maximal KP 4 und Angriff 1. Siehst du ihn lange genug an, verschwindet er. Drehst du ihm dann den Rücken zu, ist er nur wieder da. Versuche ihn heranzulegen, indem du ihn herankommen lässt. Dann blitzschnell angreifen oder ein Item einsetzt. Okay. Werden jetzt die KP angezeigt? Nein, leider nicht. Die sind echt fies hier. Ich kann ja schon mal den Schalter betätigen, aber dennoch würde ich die gerne besiegen. Warte mal. Wow, Level Up! Das war doch ein schöner Angriff. Angriff ist um 1 gestiegen. So, zack. Ah, der läuft in die andere Richtung. Der läuft in die... Er schwebt, meinte ich ja auch. So, komm her, und zack, haben wir dich.
So ist es richtig. Dann die Bombe da drauflegen und wir sind wieder weg. Sehr schön. Also wir sind noch nicht so weit vorgedrungen jetzt, aber... wir werden Merle schon finden. Und ich will ja sowieso hier alles erkundet haben. So, jetzt muss ich an dich da irgendwie vorbei. Wir brauchen einen Schlüssel? Was? Woher sollen wir diesen Schlüssel nehmen? Autsch. Woher sollen wir den Schlüssel nehmen? Habe ich irgendwas übersehen? Wir waren doch in jedem Raum jetzt drinne. Außer in dem Raum, wo wir gerade waren. Da haben wir den Pilz nicht bekommen. Aber das kann ich mir eher weniger vorstellen. Dass da irgendwie die Lösung ist. Warte. Ja, guck mal. Da oben war doch noch was, als wir uns auch vorhin in 3D gemacht haben. Und dann sind wir hier lang gegangen und dann kam die Decke runter. Aber die Decke ist nur zur Hälfte da. So, wir werden den Schalter wieder betätigen. Und das war ja auch der Raum, wo wir hin sollten, laut der Madame draußen. Und wenn wir dann hier in 3D gehen, seht ihr, da kann man ja auf diesen Dingern stehen. Wir warten mal kurz. Ja gut, dann haben wir wenigstens die anderen Räume erkundet. Ist ja auch nicht verkehrt. So, mach mal ein bisschen hinne hier. Ich will ein bisschen schneller sterben. Ja komm, das reicht. So. Und dann hier rauf. Wunderbar. Sobald es unten ist, geht es wahrscheinlich wieder hoch. Oder? Wäre sehr freundlich zumindest. Muss es ja auch irgendwie, genau. Dann können wir hier oben weitermachen. Da ist schon mal ein Fahrzeichenblock mit einer Münze. Aha, der war da hinten. Ist ja interessant. Da brauchen wir Kabumsbier. Da oben. Gibt es hier noch irgendwas? Ne. Aber wir können dann jetzt hier rauf. Ich sagte, wir können jetzt hier rauf. Hier rüberspringen und... explodier mal bitte. Danke. Da brauchen wir die 3D an sich. Eieieiei. So, wieder zurück. Zack. Hier hin. Dann auf die andere Seite. Und da müsste der Schlüssel jetzt drin sein. Ach, warte. Das war nix. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es hier. Der Schlüssel und öffnet eine Tür. Und wir wissen ganz genau, welche Tür. Zack, hier runter. Und hier zurück. Ja, ich habe da vorhin wirklich nicht mehr weiter drüber nachgedacht, als ich diesen Raum gesehen habe. Ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir nur noch an Merles Haustier vorbei. Gehe ich mal in die 3D-Ansicht. Und dann hier rein. Danke. Komm, öffne es und gleich rein hier. Achso, dann haben wir dich gleich befreit. Ja, gut. Ihr habt da euren Spaß, das ist gut. Ich frage mich, warum dieses Ungetüm direkt auf sie losging und uns ignorierte. Dabei sehen wir doch ganz appetitlich aus. Was hat das wohl zu bedeuten? Eine seltsame Villa ist das. Sie birgt bestimmt viele Geheimnisse. Jo. Dann gehen wir mal gleich mal weiter. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ich guck mal kurz. Ach, das Levelende! Das Levelende! Ja, meine Freunde, dann war's das mit diesem Part. Es war ein kürzerer Part mal. Aber gut. Ein Kapitel pro Part. Dementsprechend sehen wir uns dann beim nächsten Mal dementsprechend wieder. Das ist überraschend. Gut, dann bin ich umso glücklicher, dass wir das ganze Level trotzdem erkundet haben. Bye, bye.